Taste drauf drücken und dann steht da halt, was alles ersetzt werden kann, also durch was. Verstehst? Nee, Ja, überhaupt dann nicht. versuch's doch einfach mal. Ja, ich hab, also hier drauf bin ich jetzt, ne? Ich hab das jetzt auch angeklickt und dann steht hier 330 bis 525 Geschicklichkeit. Naja, das bringt nichts. Das Schild hat mehr Geschicklichkeit. Ja, das ist natürlich auch immer die Frage, ob es auch was bringt. Musst du halt gucken. Ach du Scheiße, ist es dann auch noch zufällig oder was? Ja, leider ja. Wie so manches in Diablo. Oh nee, komm, weißt du was, dann leck mich am Arsch, ey, das mache ich nicht. Nee, 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 das ist mir zu doof. Vor allem, weil du brauchst ja diese, die Atem des Todes und die sammle ich ja gerade, damit ich meine anderen Leute hier noch ausbilden kann. Ja, genau. Also ich würde dir das erst ab Stufe 70 empfehlen. Ja, das ist sinniger. Nee, da habe ich keine Lust zu, das ist mir dann echt zu blöd. Kevin ist immer noch ganz fasziniert davon, dass man das jetzt machen kann. Von dem hörst du gar nichts mehr. Ich bin total geschockt. Ich habe direkt meinen Waffen ein neues ausgegeben. Ja, ich suche jetzt irgendwie mal einen Händler hier. Ich habe Lysas Stimme nochmals gehört. Ja, ich höre auch so viel. Wo ist denn der Händler hier? Hier, du bist gerade an ihm vorbeigegangen. Hier. Hier, wo ich stehe. Ach da. Ach da, den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaub's nicht. Ja, da ist ja eine Mönchswaffe von bei dem Händler. So, kaufen wir uns erstmal. Ehrlich jetzt? Ja. Und die ist gar nicht mal so schlecht. Nochmal Glück gehabt. So, fertig. Okay, wir können. Warte mal, Rüssi habe ich gerappt, ne? Können wir eigentlich weiter? Okay. Kevin ist schon wieder am Dings. Ach Mann, ey, ich vergesse mal, dass du Tragul heißt. Also er heißt nicht Kevin, sondern Tragul. Ja, alles klar. So, jetzt habe ich nämlich auch mal Range-Attacke. Hallo, bleibst du hier? Meine Güte, verpisst er sich einfach, ist ja nicht zu glauben. Hier, was sind die roten Dinger hier eigentlich, die Pentagramme? Das sind die Leichen von den dicken Roten. Ach so. Weiß irgendeiner, wo wir hier lang müssen? Nee, müssen wir schauen. Ja, gut, dann. Neues Ereignis gestartet. Oh oh! Ich komme! Welches Ereignis denn?
Wir müssen irgendwelche Schalter aktivieren, scheinbar. Wow! Alter Verwalter, was habt ihr denn da gerufen? Ja, das ist auch schön, wenn deine Wunden sich schließen, aber... Weißt du, was ich bei Diablo tierisch nervig finde? Was denn? Dass du, wenn du so mehrere böse Leute da hast, ne? Du siehst dein Pfeil irgendwann nicht mehr. Inwiefern jetzt? Ja, wenn ich kämpfe. Ich kämpfe ja mit Maus, also falls es da irgendwie noch eine andere Attacke gibt, dann sag's mir bitte. Ich bin noch nicht so weit. 1, 2, 3, 4. Ja, nein. Ach, wisst ihr was? Vergesst es doch einfach. Lasst mich in Ruhe. Was haben wir gemacht? Ist alles gut. Also wirst du die Tür nicht knacken. Wieso? Ich kann, ich habe so eine Sprintattacke. Ich weiß nicht, ob es den Bug noch gibt. Damit konnte ich durch Wände düsen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gefixt haben. Da hast du bestimmt Magier gespielt und geblinzelt. Nee, nee, das war wirklich, das war echt witzig. Oh, halt, da liegt was. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ihr seid jetzt fernab von mir, ne? Na, ist egal. Ich komme auch ohne eure Hilfe weiter. Pff. Ihr braucht mir ja nicht helfen. Ja, genau, der Egoist schafft das auch alleine. Das ist noch nicht bereit. Was habt ihr jetzt davon? Irgendwie höre ich so ein bisschen Hass oder so, kann das sein? Ist das so ein leichter Anflug? Der Kampf ist vorüber. Ja. Aber es geht so in die Richtung, ne? Diese Geisterzimmer machen der Gegner übrigens auch Schaden, wenn welche in der Nähe sind. Wenn was? Wenn Gegner in der Nähe sind, machen diese Geistertürme den Gegnern auch Schaden. Ach so, ja, Kevin, Zoro ist wieder so still, merkst du das? Ja. Ihr werdet sie töten. Ach, ich gebe dir die Unterhaltung, die ihr führt. Wir zählen alle auf euch. Das ist immer sehr unterhaltsam, wenn ihr. Ja, da musst du nämlich nicht reden. Nein! Jetzt liegt da eine Spitzhacke und ich komme nicht da dran. Naja, kommen wir ja gleich noch vorbei. La 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 la. Und wenn du anfängst zu singen, dann muss ich ja sowieso still sein. Warum? Wie, warum? Das kann man doch nicht verpassen. Engelsgleiche Stimme. Ja, Engels. Engelsgleich schon, ne? Das muss ich auch sagen. Also ich finde meine Stimme ja auch schon ganz toll, aber zum Singen, ey, da reicht es überhaupt nicht.
Oha, hier wäre jetzt mal eine Taschenlampe nicht schlecht. Eine Fackel, bitte. Hä? Eine Fackel, wenn schon. Ich bin ein Mönch, ich kann ein heiliges Licht furzen. The fight is ending. So, wo bleibt denn ihr? Meine Güte, ey. Da kannst du jedes Mal wieder zurücklaufen, weil sie den Weg nicht finden. Wir räumen hier noch auf. Verlassen das, mein Freund. Du meinst wohl, was ich übersehen habe. Ja, oder so. Spürt den Zorn des Ita. Ja, ich soll ja nicht singen. Och Mann, das ist für mich schwer, nicht singen zu dürfen. Aber merkst du was? Das mit den EPs geht jetzt echt schleppend langsam, ne? Merkst du doch? Naja, gut. Ist ja fürs Let's Play bestimmt auch nicht schlecht. Na gut, du kannst es jetzt nicht mit gestern vergleichen, wo ich dich gezogen habe. Nee, ich meine jetzt auch auf Meister. Als wir das Let's Play angefangen haben mit Meister, guck mal, da haben wir ja. Nach einer Stunde hatten wir ja schon 2 oder 3 Level ab. Eure Schwächen sind offenbar. Ich liebe den Mönch, ey. Auch wenn der Magier so überheblich ist beim Reden immer, aber der Mönch, der ist cool. Oh, jetzt wird's witzig. Das kann ich nicht tun. Bin ich schon tot? Ja, die sind schon tot. Ich kriege auch einfach nichts Gutes, ey. Gar nichts. Ich sehe da schon kommen, du. Während ihr hier wahrscheinlich alle Qual 6 und 10 spielt, wird Michael immer noch Meister spielen können, weil er einfach keine Equip hat. Wer ist Michael? Keine Ahnung. Irgendeine unbedeutende Person. Aha. Die meint, sich immer im Mittelpunkt stellen zu müssen. Und versucht, gegen meine Intelligenz anzustinken. Dass ich nicht lache. Ich bin noch nicht so weit. Ach ja. Der Sturm bricht los. Ja. Oh, meine Hand schläft ein. Du magst eine Pause machen. Bist verrückt. Was soll das denn heißen? Meinst du, in meinem Alter kann ich nicht mehr so zocken wie ihr, oder was? Darauf wollte ich nicht hinaus, aber jetzt, wo du es ansprichst... Nee. Nee, Pause ist. Wir machen eh gleich. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit geht denn dieses Dings hier jetzt noch? Du hast ja so mehr jetzt Ahnung. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Was machen wir denn gerade eigentlich überhaupt? Keine Ahnung, wir suchen Adria, soweit ich weiß. Wir suchen die Halle zur... den Eingang zur großen Halle. Ja, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, weißt du, deswegen... Ja, du musst das wissen, wie weit du machst, weil, ne, du weißt ja warum. Ja. Denn, so wie ich Diablo kenne, wenn wir jetzt hier die Aufnahmepause machen, oder beziehungsweise jetzt erstmal Aufnahmestopp machen, sind wir morgen, oder bei der nächsten Aufnahme, nämlich direkt wieder am Anfang diesem Scheiß Labyrinth. Ich meine, für EPs ist es immer nice, aber das kann auch auf Dauer irgendwann echt lästig werden. Ja, sobald da ein Speicherpunkt steht, also das halt abgespeichert wurde, dann kannst du es eigentlich machen.